Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Daylight. Wir sind jetzt hier unten in der Kanalisation, oder wie es aussieht. Kanalisation, ja doch. Irgendwelche Abwasserschächte, irgendwas. Und werden uns jetzt hier mal umschauen, was uns hier so erwartet. Sehr gut. Wie wir gelernt haben, Signalfackeln sind immer gut. Und da haben wir schon das erste Relikt. Oh, hier geht's ja direkt los. Datum 27. März 1940. Mitarbeiter Rob Sandoval. Gewartet. Flackernde Lichter im zweiten Stock. Ich habe in den Tunneln nach dem Grund für das Flackern gesucht. Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Problem mit den alten Stromleitungen handelt. Allerdings konnte ich keine gründliche Inspektion durchführen. Ich bin über die Docks eingestiegen, habe aber die Nacht hauptsächlich damit zugebracht, unter der Einrichtung herumzuirren. Ich habe Steine und Müll zusammengetragen, um mir zu helfen, wieder zurückzufinden. Aber als ich hinaus wollte, befanden sie sich entweder an anderen Stellen oder sind ganz verschwunden. Ich werde später zurückkommen, den Job zu erledigen. Bin auf dem Weg an die Oberfläche. Alles klar. Wir machen dann mal wieder so ein Knicklicht an. Hat sich bewährt. Okay. Gut, hier haben wir direkt die Sackgasse. Also so sieht das eigentlich echt gut aus. So sehr schön texturiert. Hier unten. Also es ist alles so Licht und Schatten, was die Technik angeht. Aber gut, ist auch eher ein kleiner Titel, glaube ich. Naja. Konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. 8. September 32. Mitarbeiter Adam Peterson. Gewartet Abwassertunnel. Nachdem die Zellenblöcke wieder Wasserdruck verloren haben, wurde ich angewiesen, die Abwassertunnel zu überprüfen. Ich habe eine Lampe und eine Karte zum alten Pumpenraum mitgenommen. Ich habe mich umgesehen und es steht schlechter, als wir anfangs dachten. Mehrere Kanalrohre sind aufgeplatzt und leiten das Wasser nicht richtig ab. Die elektrischen Leitungen sind an mehreren Stellen durchtrennt, was vermutlich zu Kurzschlüssen im Gebäude führt. Und Ziegel fallen in unregelmäßigen Abständen von der Decke. Hier unten ist es nicht mehr sicher. Es muss alles von Grund auf überholt werden. Alter, wo bin ich denn jetzt auf einmal? What the... Oh. Gut, wir haben ja gelernt... Oh, dass das eigentlich nicht so schlimm ist. Aber scheinbar schon. Alles klar. Ich geh kaputt, ey. Netter Schockmoment. Die Krähen haben mich nicht verletzt. Ich verstehe jetzt, wie... Ich verstehe jetzt, wir alle dienen. Wir alle bieten Fleisch für die Rückkehr da. Ich muss Fleisch für die Vögel finden. Fleisch für die Rückkehr der Krähen, Mann. Alter. Oh, also hier unten ist es echt spooky. No way. Wenn ich die schon höre. Nee, 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 nee. Ja, lass uns da nicht drauf ankommen. Okay. Ich habe jetzt alles. Ich brauche nur den Ausgang und das Ding. Alles klar. März 1940. Rob Sandoval. Gewartet. Stromversorgung im zweiten Stock. Nicht gewartet. Während der Reparatur eines Waschbeckens im zweiten Stock begannen die Lichter auf dem gesamten Stockwerk zu flackern, bis sie ausfielen. Die Schutzschalter schienen in Ordnung zu sein. Kurz danach gingen die Lichter von selbst wieder an. Muss die alten Wartungsberichte durchgehen, um zu sehen, ob es einen Zusammenhang gibt. Okay. Die Woche nach dem Unfall waren eine echte Herausforderung für mich. Diese Tunnel wurden vor dem Krieg renoviert und vergrößert, für den Fall, dass man sich vor feindlichen Bombenangriffen schützen musste. Doch stattdessen hat man ein Auffangbecken für die Leichen geschaffen. Wenn der Wasserpegel hoch genug steigt, kann einem der Rückfluss in das Abwassersystem ganz schön zu schaffen machen. Und im Moment kostet es mich meine ganze Kraft, mich nicht zu übergeben, wenn mir diese Mischung aus lauem Salzwasser und dem abscheulich süßlichen Geruch der faulenden Leichen in die Nase steigt. Sie sind hier und wir werden sie finden, aber ich hasse diesen Ort. Es ist fast,
als ob alles hier schneller verwest. Ja, schick. Okay, da habe ich sie verscheucht. Es ist ein bisschen doof, wie ich das gemacht habe. Okay, da ist der Ausgang. Das ist, wie ich das gemacht habe. Ich habe halt irgendwo die Relikte halt früh gefunden. Und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier das Teil finde, wo ich das Siegel halt finde. Irgendwo jetzt doof ist. Wo könnte das denn sein? Karte. Entweder links oder. Ja, wenn mich natürlich die alte verfolgt, bin ich hier echt aufgeschmissen, aber ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Mit Island Hospital, Maintenance Report. 4. September 1932, Adam Pearson, gewartet, Rohrbrüche, Kanalisation. Mit dem mir zur Verfügung stehenden Mittel konnte ich 2 temporäre Arbeitskräfte einstellen, um das Rohrproblem anzugehen. Andere Probleme wurden als unerheblich eingestuft. Allerdings bereitet es mir Schwierigkeiten, sie zu behalten. Ich verstehe nicht viel von ihrer Sprache, aber sie reden ständig etwas von blinkenden Lichtern und einem Gesicht. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich muss allerdings zugeben, dass sich die Geschichten von wandelnden Schatten hier unten etwas realer anfühlen. Wem sagst du das, Kollege? Ach, scheiße, hier ist der Ausgang. Hier lang? Okay, jetzt habe ich wenigstens mehr als genug Signalfackeln. Da ist schon wieder das Geräusch. Ah, perfekt. Okay, jetzt habe ich aber gleich das Problem. Okay. Das muss ich jetzt hier aufnehmen. Okay. Puh. Jetzt muss ich zusehen, dass ich wirklich schnell da rauskomme. What the fuck? Raus mit uns. Okay, das war irgendwie schnell. Der Abschnitt, muss ich sagen. Das ging doch verdammt schnell. Es fühlt sich komisch an, in ein Tagebuch zu schreiben, aber einer der neuen Ärzte hat es allen Wärtern empfohlen, um mit der hohen Belastung fertig zu werden. Hört sich bescheuert an, aber Mörker dachte, es wäre eine gute Idee. Das Schwerste dabei ist, einen Ort zu finden, wo ich schreiben kann. Ich habe es im Pausenraum versucht, aber die Leute haben sich über mich lustig gemacht. Und zu Hause macht sich meine Familie über mich lustig. Ich dachte also, Mörker würde es nicht stören, wenn ich in die Tunnel steige, um ein bisschen Frieden und Stille zu bekommen. Einige der Leute beschweren sich da über den Geruch, aber ich muss zugeben, ich finde es ziemlich friedlich. Es ist schön, ein wenig von den ganzen Schreien wegzukommen. Ja, jedem das Seine, ne? Jetzt bin ich aber hier gerade ein bisschen... Sometimes we build too many walls and not enough bridges. Dann nehmen wir einen Safe Point. Work without interruption, focused and precise. Okay, je mehr ich mich mit diesem Tagebuch befasse, desto mehr gefällt es mir. Ich habe angefangen, durch die Tunnel zu wandern und bin auf den alten Pumpenraum gestoßen. Ich habe gehört, dass sie das Abwasser auf der Insel hier behandeln wollten, es zu Trinkwasser oder ähnlichem machen. Schätze, daraus ist wohl nie richtig was geworden. Egal, des einen Pech ist des anderen Glück. Jetzt habe ich dieses nette kleine Privatbüro mit meinem Schreibtisch, das ich verwenden kann, wenn Mörker es nicht braucht. Es ist fast wie meine persönliche kleine Festung. Alles klar, hier hat irgendwie jeder sein eigenes Süppchen gekocht, wa? Ah, okay. Scheint nicht zu funktionieren, also muss ich hier wieder... Wow, 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 wow. Okay, Licht an. Ja, wo war ich stehen geblieben? Jeder scheint hier irgendwie was getrieben zu haben. Puh.
Merker hat mir gesagt, ich könne nicht mehr in mein Büro kommen. Er sagte, es gebe zu viel Arbeit für mich und ich könne nicht ständig hierher kommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich diesen Ort brauche, dass er mir dabei hilft, mit dem Stress fertig zu werden. Wieso interessiert es ihn überhaupt? Ich kann nirgendwo sonst schreiben. Das ist der einzige Ort, wo ich die wahren Dinge in meinem Kopf hören kann. Es ist komisch, hier unten bin ich nie allein. Es ist, als ob meine Mutter bei mir wäre. Aber sie ist vor Jahren gestorben. Hier ist irgendwas und ich kann es nicht aufgeben. Ich glaube, ich gehöre hierher. Alles klar. Ist auch überhaupt nicht spooky, das Foto. Given time, one can conceive the unconceivable. Einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter, aber Merk hat uns aufgetragen, ihn zu finden, bevor er unsere Arbeit erschwert. Ich hoffe, dem Kerl geht es gut. Ja. Oh mein Gott, what was that? Junge, Junge. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber ich würde mich echt mal über ein bisschen Licht hier freuen. Das ist verdammt. Es ist noch dunkler hier als vorher. Boah, was ist das für ein Raum, ey. Leute. Ah! Fackeln. Ah, okay, da wird wahrscheinlich Licht angemacht. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber, wie ihn einige der anderen Wärter behandelt haben. Aber die Docs haben uns gesagt, sein Tagebuch würde ihm helfen. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief, aber sein letzter Eintrag ergibt Sinn. Ich habe den Inhalt zwar zur besseren Übersicht hier übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben. Für den Fall, dass es sich um einen Code handelt. 1313, okay. Aha. Klingt total einleuchtend. Alter. Bewegen sich die Dinge hier schon. Doc, ich habe getan, was Sie mir gesagt haben. Die Aufzeichnungen von Patientin 13 wurden zerstört und wir haben alles, was sie jemals getragen, verwendet oder gebastelt hat, im Heizofen in der Kanalisation verbrannt. Woher wussten Sie vom alten Heizofen in den Tunneln? Da unten scheint seit fast Jahrzehnten niemand mehr gewesen zu sein. Ja. Ja. Kann ich denn nicht hier irgendwie... Egal. Ja, das hat's total gebracht, liebe Freunde. Putting the pieces together, discovering how they fit. 13. Oktober 32, Adam Peterson. Gewartet, Stromversorgung zur Brücke wiederhergestellt. Nach dem schweren Regenfall vor kurzem haben wir die Brücke fast verloren. Nicht vergessen, wenn der Wasserpegel steigt, muss die Brücke geöffnet werden. Das ist der einzige Weg, um hier rauszukommen. Wenn die Stromzufuhr erneut ausfällt, muss sie wiederhergestellt werden, bevor die Brücke bedient werden kann. Alle Mitarbeiter im Pumpenraum müssen mit diesem Ablauf vertraut gemacht werden. Schließlich soll hier unten niemand festsitzen und die Fähre von der Insel verpassen. Alles klar. Boah, ey. Dann. Hier da hinten leuchtet's. Kann ich da hinnehmen? Ist da hier das Ding? Ich wollte gerade sagen, hier passiert gleich irgendwas. Leck mich am Arsch. Oha! Okay. Just how fit are you, Sarah? Wir sind scheinbar aus der Anlage rausgekommen. Alles klar. Ja. Cool, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen hier um. Okay, da gab es jetzt nicht so viel zu sehen. Moment. Das
total faszinierend. Obwohl es dunkel ist, aber man ist draußen an der Oberfläche, dann fühlt man sich direkt sicherer. Ist wahrscheinlich ein mega Trugschluss, aber... Naja. Was ist das für eine Stadt da im Hintergrund? Okay. Oh, benutzen? Wow. Ah, okay, da geht ein Rohr. Ein Schlauch. Eigentlich möchte ich gar nicht, mich zwischen die Kisten bewegen, aber irgendwie... Okay, ich kann auch nicht überall hier durch. Vielleicht passiert doch bestimmt wieder gleich irgendein Scheiß. Emergency Flares. Ja, komm Leute, das wird zu einfach, oder? Ah, hier ist was. Nee, schön. Ach so, ja, vielleicht sollte ich mal eine nehmen. Okay, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Ja, war jetzt bestimmt eine mega Idee, dass ich einfach hier mal für ein bisschen Krawall sorge. Voll der Plan. Wir wollen ja auch gar nicht hier heimlich irgendwie vorgehen. Nein. Wir versuchen, auf uns aufmerksam zu machen. Und da ist was Neues. Neuer Text. 19. Mai 86. Jason Bertelli. Es wird vermutet, dass er den Sturz überlebt hat, aber später seinen Verletzungen erlegen ist. Der Verlust der Augen ist ungeklärt, obwohl manche glauben, es könnte sich während des Sturzes ereignet haben. Die Ärzte wollten eine Autopsie durchführen, aber wir werten die Angelegenheit als Unfall und wenden uns anderen Dingen zu. Die Familie des Verstorbenen wurde benachrichtigt. Das ist nett. Okay, hier kann ich nicht hoch. Okay, jetzt wieder so eine Kiste. Schade. Gut. Was ist das denn? Oh, da bremst. Okay. Ja. Und jetzt? Okay. Das hat mir gerade nicht funktioniert. Ich muss da jetzt nicht rein, oder? Das ist doch scheiße. 26. Mai 86. Betreff unerklärliche Vorfälle auf Baustelle. Mehrere Beschwerden von Arbeitern, die Dinge gesehen haben wollen. Auf die Frage hin, was sie gesehen hätten, haben einige geantwortet, sie würden Personen aus den Augenwinkeln wahrnehmen. Doch wenn sie sich umdrehen, ist niemand da. Ein allgemeines Gefühl der Furcht und des Beobachtetwerdens scheint alle Arbeiter erfasst zu haben. Die meisten Beschwerden kommen aus der Nachtschicht. Dort haben die Arbeiter sogar angegeben, sie hätten tatsächlich Personen im Konstruktionsbereich gesehen. Alles klar. Alles klar. Jetzt hier viel zu lesen. Charterboot fängt Feuer. 16. Juni 1939. Eine weitere Tragödie erschüttert New Kipling. Diesmal hat das Charterboot Compass Lily während einer Umrundung der Küste von Mid Island Feuer gefangen. Zu dem Zeitpunkt sollen sich 1342 Personen an Bord befunden haben. Letzten bestätigten Zahlen zufolge haben nur 332 überlebt. Die Überlebenden wurden sofort in das Mid Island Hospital gebracht und dort erst versorgt. Okay. Also scheint sich hier eine Katastrophe ereignet zu haben. Oh nee, ey. Jetzt kommt so ein Waldabschnitt oder was? Es war eine lange Woche und sie wird noch viel länger. Alle haben nach dem Bootsunglück Extraschichten gearbeitet. Niemand weiß mehr, was man sich noch sagen soll.
Meine Schwester ist auf dem Boot gestorben, aber ich gebe trotzdem alles. Diese Patienten brauchen uns, selbst jene, die nicht mehr als ausdruckslos ins Leere starren können. Selbst jene, die mit ansehen müssen, wie ihre Freunde und Angehörige wegen eines Wahnsinnigen ertrinken und diesen Albtraum immer wieder durchleben. Wir tun alles, was wir können, weil wir es müssen. Schwester Elizabeth Daniels. Okay. Achso, okay. Charterboot fängt Feuer. 16. Juni 1939. Laut offiziellen Berichten wurde der Unfall wahrscheinlich durch ein Problem im Maschinenraum ausgelöst. Außerdem hat man festgestellt, dass alle Sicherheitsprotokolle völlig unzureichend waren. Es mehren sich Gerüchte über den geistigen Zustand des Bootsmaschinisten. Der Eigentümer der Compass Lily bekräftigte sein tiefes Mitgefühl für das, was geschehen ist, und versicherte, dass von nun an die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden. Ja, das hat die Reederei von der Costa Concordia auch gesagt. Schauen wir uns hier noch um. Ist da was? Ah, okay, das scheint die Anstalt oder irgendwas gewesen zu sein. Hat's gebrannt? Mhm. There's no escaping fate. Ja, schön, dass du das so erwähnst. Okay. Habe ich hier, glaube ich, alles abgeklappert. Ich würde mal sagen, wir machen für heute auch erstmal hier Schluss, bevor es ja, hier weitergeht. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaut morgen mal wieder rein. Ja, dann macht's gut, Leute. Ciao.